Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ja, wir haben unsere schöne neue Rakete hier stehen, mit der wir jetzt zum Mann fliegen. Um besser zu sagen, Richtung den Polen wäre ja geplant. Ich bin gespannt, ob das alles so klappt, wie erwünscht. Ich würde sagen, wir machen 3, 2, 1, Liftoff. Ich glaube, das ist eine unserer stärksten Raketen, die wir bis jetzt losschicken. Neue Technologien, neue Art von Bauweise mit zwei fast gleich großen Seitentanks, die die Mitte nachfüllen, und mit drei heftigsten Antrieben sollten wir relativ bald damit zurechtkommen, weit zu kommen. Ich tue auch außerdem, also die Folge nehme ich einen Tag auf, bevor ich die anderen zwei Folgen der Woche aufnehme, weil ich will noch was ausprobieren. Und ich habe eine Idee, wie wir vielleicht jetzt schon die ersten Shuttles Richtung Luna kriegen können. Ich will es nur mal austesten, ob meine Theorie von Acclination und Transference Speech funktioniert. Dafür muss ich im Bastelmodus noch ein bisschen was machen. Aber wenn das funktioniert, werden wir in der nächsten Folge, hoffentlich, unsere Satelliten Richtung Luna schicken, um alles vorzubereiten auf den Rover und dann kurz darauf den Rover Richtung Luna schicken. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache. Natürlich spielt wieder Zeit alles so eine kleine Rolle, aber egal. So, wir haben mittlerweile 10.000 Meter erreicht. Das ist doch schon mal eine tolle Sache. Die Rakete behaved normally. Und wir haben immer noch 1.000 Meter in der ersten Stage. Was natürlich sehr, sehr gut ist. Wir machen jetzt mal so circa 60 Grad an Flugpunkt. Um jetzt schon flacher zu werden, weil wir haben danach immer noch 2500 ms in der unteren Stage, was natürlich massenweise ist. Wir wechseln jetzt auf 45 Grad. Alter, das ist echt unsere massivste Rakete. Die hat so viel Power unterm Arsch. Eigentlich unglaubwürdig. Unsere Middle Stage hat alleine 42000 ms aktuell. Ich gehe jetzt noch ein bisschen flacher. Ich gehe auf 35 Grad. Einfach wegen der Leistung dieser Rakete. Und die Kappeln, die Kappeln der äußeren Stages, die fliegen jetzt bravely zurück zur Erde oder zu Kerbin. Während wir, oh guck, jetzt sind wir schon bei 100 und wir haben immer noch das Ding ist ein Biest. Das ist einfach ein Biest. What? Wie? Alter, ich habe die dafür nicht gebaut. Das wäre echt die perfekte Rakete fast schon für einen, für eine Duna-Rakete. Also von der Massenverteilung her. Weil das da ist ja alles eigentlich Träger. Oder das, was im Weltraum landen soll. Das ist ja eigentlich nur der Abbringer. Also könnte das gut sein, dass das ein ganz gutes Sicherheitssystem für die Zukunft wird. Ich würde nämlich auch gerne es so schaffen, dass wir in the future of this game, vielleicht schaffen würden, unsere Booster wieder zurückzuschicken, damit wir dann daraus ein SpaceX-System zu bauen. Wir haben unsere Trägerraketen, die es schaffen, alles nach oben zu schicken. Fertig, aus. Aber das war jetzt schon mal eine heftige Leistung. Die Teile fliegen hier irgendwo hinten rum. Das. 12 Kilometer entfernt, ganz leicht sieht man es noch. Da unten fliegen es lang. Wir sind ready und im Weltraum. Es ist irgendwie sehr, sehr matt von den Farben her, aber okay. Ich würde schauen, dass wir so 10 Sekunden, bevor wir den Punkt erreichen, auf Vollboost wieder gehen. Und dann schauen, dass der uns eigentlich fast aus der Atmosphäre bringt. Der Orbitana ist auch hier oben und unser Kollege von der Entwicklungsabteilung Bekloppt 001 fliegt hier auch rum. Also sehr, sehr gut aktuell alles. Wir haben fast 1000 Meter pro Sekunde. Obwohl es sich immer wieder anpasst. Das sinkt eher gerade, weil wir natürlich an den höchsten Punkt kommen. Wir gehen hier auf Manöver und schauen jetzt hier an, wie das Timing ausschaut. Aktuell schaut es sehr, sehr gut aus. Wir liegen in einem guten Zeitrahmen, sind aktuell in der Mission bei 3 Minuten. Also mehr kann man nicht wollen. Und jetzt richten wir uns wirklich gerade aus. Dann können wir nicht bei den Boostern hoffentlich alles nach Plan laufen lassen. 3, 2, 1, Vollboost. Jetzt sind wir ein bisschen
diese Gegenstände mit dem Punkt. Weil es ist immerhin eher ein Atmosphärenthruster als ein als etwas anderes. Aber mit dem der Kraft, die wir dahinter noch haben, sollten wir den Orbit schaffen. Ich würde gerne schauen, dass wir in Zukunft mehr flach fliegen und tiefer schon unseren Orbit ausarbeiten können. Was ich sehr, sehr cool fände. Dass wir wirklich eigentlich nicht zwischenstoppen müssen mit unserem Thruster. Nur noch 1500 im Essen Stage. What? Ich würde immer ein bisschen links, rechts wackeln. Einfach um den Tisch sozusagen ausgleichen zu können, damit die große relativ klein bleibt. Ja, das schaut jetzt aktuell ganz gut aus. Wir haben. Tun ein bisschen reduzieren, wir sind jetzt schon beim Steigen gleich. Ganz ruhig. Der passt, okay, wir decoupeln das Teil. Das Teil wäre sogar, glaube ich, jetzt noch, könnte es schaffen zu landen. Das finde ich halt die geile Sache eigentlich dran, dass der Booster jetzt wahrscheinlich sogar noch landen könnte. So, aber decoupeln. Unsere Antriebe fahren hoch. Und boosten uns aus der Atmosphäre raus. Und wir sind im Orbit. Jetzt machen wir uns für Transfer bereit. Würde Solarmodule ausfahren. Für eine dauerhafte Stromversorgung. Weil sowas ist natürlich auch wichtig. So. Jetzt halt schauen wir mal, wo der Mann ist. Ah, das ist relativ gutes Timing, glaube ich sogar. Manöver hinzufügen. Na, komm her. Komm her, mein kleiner Manöver-Node. Bisschen weniger geben. Ganz vorsichtig. 13.000 Moon Periaps ist perfekt. Und wir kommen gleich relativ schräg. Also von der Flugbahn, die ich hier jetzt sehe, würde ich sagen, kommen wir relativ schräg auch schon ran. Was natürlich noch besser gestaltet. Ja, ja, die Operation startet ja schon. Alles gut. Meine Vögel gehen heute irgendwie extremst ab einfach. Das ist der Wahnsinn heute. So, hier vorspulen. Ja, 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 wir schaffen es schon zum Mann. Gebt mir nur, wir müssen noch Transfer machen und dann geht es schon. So, okay, wir sollten jetzt dann in Boost-Bereich kommen. Und ich würde sagen, wir boosten jetzt einfach direkt hoch. Die haben halt nicht diese extreme Power, die... What? Wo hat er mich denn jetzt hingeschickt? Die viele andere unserer Booster haben, aber... Sie haben viel Thrust für diesen kleinen Teil. Und hier oben haben wir ja dann sozusagen noch die Backboost-Kapsel. Weil geplant wäre von mir rein theoretisch, dass wir dieses Teil hier auf Mann lassen können. Da ist eh schon unser schönes Ziel. Ich liebe diesen Ausblick immer in diesem Spiel. Und das schaut irgendwie weird aus. Das seht ihr die Streifen? Ich weiß nicht, ob das der Renderer ist oder was das ist, aber... Ich habe hier irgendwie ganz komische Frequenzen. Da nicht. Sobald ich im Weltall schaue, habe ich das überall. Oder soll das die Strahlen von der Sonne darstellen? Ich weiß es nicht. Ah, die Antriebe sind auch so schön ruhig. Hört ihr das? Man hört fast nichts. Einfach so angenehm. So, okay, wir schauen mal, was hier gerade abgeht. Wir haben jetzt noch nicht viel verbraucht eigentlich dann. Wir sind noch bei über 1000 Meter pro Sekunde, was für den Bremsburn reichen sollte und für den Landeburn locker. Und ja, also es schaut alles sehr, sehr nach Plan aktuell aus. Und wenn alles gut läuft, können wir auch bald schon unsere Raketen zu Duna fliegen lassen. Endlich, weil ich habe echt so Lust drauf, um mehr Wissenschaft zu kriegen, um unsere ganze Produktion ein bisschen... Sag mal, abzuheizen. So, ich bin jetzt ganz langsam unterwegs. Okay, ich tue mal den einen weg. Ich glaube nicht, dass wir echt schon die 8000 Kilometer. Das ist ja perfekt.
Wie schaut's mit unseren Körpern aus? Extremer Strahlung ausgesetzt aktuell gewesen. Hm? Habe ich nur bis hierhin verfolgt. Sonnensturm. 3 Stunden verbleibend. Sollte aber unserer Batterieladung nichts anhaben. Die Manstation ist bloß als extremer Strahlung ausgesetzt. Verbleibend aber 1 Stunde bloß. Wir brauchen halt echt mal ein magnetisches. Was ist denn heute los? Soll ich euch wieder im Bad reinsetzen? Wollt ihr heute wieder baden? Ihr wart doch gestern eigentlich baden. Hm. Okay, hier orbitet unsere Station noch rum. Warte mal, stopp. Ich weiß nicht genau, wie schräg wir reinkommen. Stopp. Ich würde gerne was probieren. Manöver hinzufügen. Was passiert, wenn wir es so machen? Perfekt. Und dann machen wir Boost Back. Ich versuche gerade sozusagen noch mit einem Billig-Burn, könnte man ja sagen, sozusagen. Und ich liebe das Wort sozusagen. Unsere Inclination. Was ist das denn? 1, 2, 3, 4. 4 Moment. What? Was passiert hier? Okay, nee. Den kleinen Burn machen wir dann noch, weil 156 ist, glaube ich, besser, als wenn wir das um den Mann selber rummachen. Vermute ich jetzt mal. So. Bedeutet, ausrichten bitte. Schubzeit 13 Sekunden, das halten unsere Antriebe auch locker aus und wir haben immer noch über 1000 Meter pro Sekunde. Aber ich will halt zu diesem precious Punkt oben am Nordpol, beziehungsweise unten am Südpol, wo wir bestimmte Daten herkriegen, die wir sonst nicht kriegen würden, wenn wir nicht in diese Bereiche gehen. Vor allem mit unserem großen Wissenschaftspack macht es natürlich einen Unterschied. Außerdem haben wir ja hier auch unseren Wissenschaftler dabei, der ganz froh ist, dass er mal nicht das Opfer ist. In der Ansicht Überlagerung. Ach, YOLO! Das habe ich ja noch nie gesehen. What? Geil. Okay, das ist echt nice. Das wusste ich nicht. Den Button habe ich bis heute noch nie verwendet. Nee, aber wir spulen jetzt mal vor, weil 6 Minuten haben wir noch bis dahin. Hey Leute, ich stelle euch nachher gerade einen ganzen See da rein. Dann könnt ihr richtig schön baden gehen, Leute. Aber lasst mich noch kurz mal die Rakete landen. Das ist eine unserer wichtigsten Missionen gerade. Die bringt uns neue Erkenntnisse, neue Wissenschaft für unsere Forschung auf Körben, um die Sonnensystem Eroberung zu schaffen. Das hört sich weird an. So. Und ja, ich habe da hinten jetzt insgesamt 7 Zebrafinken stehen. Und ich hätte die Idee, dass ich vielleicht in der Zukunft irgendwann mal, wenn ich alles ein bisschen umgebaut habe, vielleicht sogar so eine kleine Vogelcam baue. Dass wir eine Cam während des Let's Plays oder während Streams auch da reinschauen können. So, wir machen das jetzt hier ein bisschen auch nach Gefühl. Passt, perfekt. Und dann gehen wir jetzt auf Capture hier vorspulen. Wenn alles nach Plan gelaufen ist, ist es jetzt perfekt. Ein bisschen, also für mich ein bisschen zu, na, wie wollen wir sagen, in die falsche Richtung. Ich hätte gerne mehr die Sonnenseite. Kann ich jetzt schon so bremsen, dass wir tief genug kommen? Das ist doch auch schick. What? Aber wenn es gut ist, könnten wir da schon eine voll... Oh. Das hört sich gar nicht schlecht an. Wie lange haben wir bis zum Schubpunkt? 3, 4 Minuten. Easy. Das funktioniert aber echt gerade gut. Hierher vorspulen. Okay, noch ein paar Sekunden und dann können wir wieder einen Vollburn kurz geben, um unsere Sachen anzugleichen.
Die Crowd an Vögeln hinten ist auch schon mega excited über dieses Spektakel. Ich meine, sowas sieht auch ein Vogel nicht jeden Tag. So. Oh, fuck. Mann, das war jetzt nicht so geplant. Ich habe den falschen Button gedrückt. Ich habe auf Y gedrückt anstatt auf X. So, warte mal. Ich kann hier ein bisschen wieder ausgleichen. Was? Boah, das war ja... Boah, das war Glück. 15 Kilometer und hier vorspulen. Aber wir müssen dann einmal abbremsen, um die Landung hinzukriegen. Das machen wir ganz knapp. Alter, jetzt muss alles laden. Die High-End-Grafiken. Alter, jetzt hat's geladen. Oh, das schaut schick aus einfach. Und wir machen den vollen Burn in 3, 2, 1. Los geht's. Weil wir eh schon so tief sind, dürfte das auch gar kein Problem eigentlich werden. Wir müssen bloß aufpassen. Oh fuck, das war... Nee, war nicht zu tief. Warte mal, ich will das jetzt senken einmal. Um halt unseren Periapsis hochzuhalten. Während wir... So, perfekt. Das passt eigentlich sehr gut. Wir werden jetzt immer an der Grenze zum Möglichen kratzen, sozusagen. Aber wir sind echt gut unterwegs. Und der Plan geht aktuell sehr gut auf. Wir haben immer noch 600 Meter pro Sekunde, was zur Landung hoffentlich reicht. Das heißt, wir können bestimmt was von der oberen Stage auch verwenden. Erst jetzt hätten wir ja rein theoretisch auch noch. Bedeutet, wir können eigentlich den Descent Burn mit RCS reinmachen auch. Bedeutet, wir müssen jetzt an diesen Punkt hier. RCS würde ich das nicht relativ langsam machen. Hier vorspulen. Und ja, das wird heute eine Folge lange mit dieser Mission. Bis zur Landung. Den Start machen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal. Aber wie gesagt, das ist ja alles relativ. Es schaut alles gut aus. Also die Planung scheint diesmal echt gut gelungen zu sein. Mein Plan wäre, hier irgendwo zu landen. Aber das schaut eher nach sehr, sehr bösem Territorium aus. Aber dadurch, dass das RCS extrem effektiv schon ist alleine hier. Und so sparen wir uns halt auch ein bisschen Fuel. Und das RCS brauche ich ja so oder so nicht. Wirklich aktuell. So viel haben wir aber auch nicht mit, ne? Also einen halben Tank kann die wahrscheinlich verwenden. Einfach safe is safe, ein bisschen RCS immer auf Lager haben. Aber es schaut gut aus, dass wir sozusagen auch das so weit runterkriegen, wie wir es haben wollen. Ungefähr hier sollte der Landepunkt sein, damit wir hier voll runterbremsen können. Damit wir noch ein bisschen Ausschau halten können, was der perfekte Spot ist. In diesem Bereich sollte unser Endpunkt 100 Pro sein aktuell. Aber da kratzen wir eh wahrscheinlich schon die Oberfläche volle Wäsche. Ja, wir haben vielleicht einen halben Tank. Also hat es eigentlich geklappt, wie es sollte, der halbe Tank zur Verwendung. Alter, wie ausgemessen! Wie ausgemessen! So. Dann schauen wir mal, was aktuell hier ausschaut. Oh, halb dunkel. Da wäre auch ein guter Spot gewesen. Schaut euch das mal an. Also ich finde eigentlich, das ist halt hier eher problematisch. Was ist denn da? 90 Kilometer entfernt von uns. Ist das der Mann Rover Alpha? Nee, Explorer V1 Trümmer. Wir hatten hier einen Explorer unterwegs? Ich kann mich schon mal an die Hälfte der Mission nicht mehr erinnern. Wir spulen mal hier hervor. Wir sind ja leider noch immer nicht an dem Punkt, wo ich hin. So. Genau das meine ich. Es ist eine eklige Landschaft zum Landen. Ah, genau, das ist die Mission dieser Rakete hier. Und deswegen werden jetzt erstmal alle Solarmodule eingefahren,
um eine Sicherstellung, sonst... Also sonst haben wir echt ein Abort-System laufen. Ich schaue gerade aus, ob ich hier irgendwo was finde, was sich da... Aber das da schaut gut aus. Okay, und... Vollburn. Ich würde gern da irgendwie runtergehen langsam. Man muss hier irgendwie nach was ausschalten, was gut ausschaut. Das ist leider gar nicht mal so einfach. Komm schon, das soll ausreichen. Meter pro Sekunde. Okay. Ich hoffe, dass ich treffe. Wir sind jetzt mitten im hügeligen Gebiet vom Nordpol. Und deswegen hasse ich den Nordpol eigentlich zum Landen. Aber es gibt halt Precious Wissenschaft wieder, die wir an anderen Punkten nicht sonst kriegen würden. Aber ihr seht ja hier, wenn man wirklich blöd landet, erreicht man sowas hier. Und das ist ekelhaft. Natürlich super für, sagen wir mal, Missionen wie Bodenstationen, wo es darum geht, im Geschützten von der Radiation zu sein. Wenn du hinter so einem Hügel bist, wo halt die Sonne nicht wirklich hinkommt, dann kann dich auch keine Radiation wirklich erwischen. Wir schauen mal hier schnell mit unserem Satellitendatenpunkt, wie das ausschaut auf unserer Telemetriekarte, die wir haben. Kartentyp, Slope. Mal ein bisschen in, bitte. Was ist denn das hier für Daten? Ich tue mal noch ein bisschen was hier rein, dann haben wir noch ein bisschen was zum Landen gleich. Und tue jetzt langsam gegenburnen. Ich weiß nicht genau, wie gerade die Oberfläche in diesem Fall ist. Oh fuck, warte, ich hätte so eine Sichtplattform, wo ich gern hin würde. Bisschen Schub nach da drüben, komm schon. Das schaut mir nicht sehr viel flacher aus. Und wir haben ein bisschen Sonne für unsere ganze Mission, damit wir auch was sehen. Oh, doch nicht so gerade. Wow! Jackson! Shit. Houston, we have a problem. We have a big, big problem. Wir haben nicht mal Ernährung mehr. Scheiße. Weil das ist alles im unteren... Warum ist es da gecrackt? Oder ist da geteilt? Oh no, war die Aufteilung falsch? Oh no, Mann! Stopp mal! Wie viel Seitengeschwindigkeit haben wir denn bitteschön noch? Thank you.
Stopp mal! So, okay. Okay, das könnte jetzt problematisch werden. Okay, wir werden in der nächsten Mission wahrscheinlich nicht. Wie viel Nahrungsergänzungsmittel haben sie denn in diesem Teil drin? Scheiße, der Strom reicht gerade mal für 26 Minuten. Nahrung und alles wäre für 5 Tage da. Der Strom geht halt in ein paar Minuten. Oh, fuck. Das Teil ist nicht dafür ausgelegt, um sowas zu machen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber machen wir mal EVA, bitte. Ich habe die Piloten gerade ausgelassen, weil wir nochmal einsteigen. Aber scheiß drauf. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen können. Fuck! Aber wie gesagt, die Mission ist relativ klar. Wir schauen jetzt mal, ob wir mit den Teilen, die wir in unserer Rakete noch haben, vielleicht was zusammenkriegen. Und dann müssen wir irgendeine Mission flott. Also wir werden dasselbe System wahrscheinlich schicken, Robotik, versuchen dort eine Landung hinzukriegen. Wenn ich die Solarmodule, die ich hier drin mitgenommen habe, öffnen, verwenden könnte. Open. Inventar. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass du sozusagen die Sachen anschließen kannst. Wenn ja, wäre es jetzt super. Aber es ist gerade meine einzige Hoffnung, dass wir, sozusagen da was machen können. Ah, scheiße, stopp! Mann! Heute ist echt nicht mein Tag hier. Place it. Kommen wir kurz zurück. Wir versuchen so nah wie möglich mal. Vielleicht. Also ich würde es ja hoffen, ne? Platzieren war so. Okay, es wird hoch. Aber wir sind relativ am Mondpunkt. Bedeutet, eigentlich sollte das. Ich weiß nicht, kann man das verbinden irgendwie? Ich hole mal die restlichen Teile. Wir bauen das jetzt alles auf. Egal, was passiert ist. Der Rover kann uns auch gleich nicht helfen. Scheiße. Aber wir machen. Die machen ihre Mission wenigstens fertig. Sie sind brave Leute heutzutage. Ah, wir hatten auch ein Mail-Function. Das war auch noch. Oh, fucking shit of hell. Gut zu wissen, dass wir eine Mail-Function hatten. Das kommt hier ins Inventar wieder. Alter, das habe ich jetzt noch gebraucht. Aber wie gesagt, der Mond war für mich am Nordpol noch nie wirklich ein einfaches, weil ich einfach nie die Oberfläche einschätzen konnte. Noch nie. Die ist mir zu rough. Aber wir hätten es beinahe geschafft. Schau mal, wo wir. Wir hätten nur den Punkt besser treffen müssen. Wenn die Robotic Mission gut läuft. Dann wäre das natürlich auch was. Ist halt gerade echt kacke, wenn man überlegt, dass das eigentlich so hätte gut enden können. Dass wir sind da oben irgendwo genau auf der Schrägen gelandet. Ah. Nächstes Mal genauere Planung. Wir machen ein Landebein komplett verloren bei dem Lander. Das ist nie gut, wenn so ein Lander ein Bein verliert, ne? Das ist keine gute Sache. So, und wieder zurück. Hat der Lights? Kann ich mit Lights machen? Wie habe ich vorhin bei dem anderen Teil? Grab. Cannot move themselves using packages. Das ist jetzt doch gerade kacke einfach. Es hätte so gut ausgehen können. So gut. Aber nein. I have to be lost in space, ey. Lost am Nordpol und so, ne? Mm. Wir hätten 3 große Solar-Arrays jetzt. Wenn die sofort funktionieren würde, wie ich mir hoffe, ne? Dann wäre es ja suppi. Aber wird es wahrscheinlich nicht. Wir wollen jetzt auch die anderen Sachen wissenschaftlich einfach, weißt schon, alles. Ah, wir haben eh nichts zu verlieren.
Oh, ich treffe den Boden, ich treffe den Boden. Oh, no! Krieg dich ein wieder im Flug, krieg dich wieder ein. Ausrichten! Mann, was ist... Mann, no! Normalerweise haben wir so gute Missionen, aber jetzt muss uns natürlich der ganze Länder crashen. Allein was wir schon alles verloren haben an Technik durch diesen Flug. Hier wäre so viel Essen auch drin. Wir nehmen mal die Wetteranalyse mit, die bringt sich wahrscheinlich eh nichts, aber... Ich will es mal wissen, ich habe mir nie überlegt, ob die Wetteranalyse halt auf dem Mond funktionieren könnte. Weil ich gedacht habe, so, ach so, das wird jetzt sowieso nicht klappen. Weil schon Wetteranalyse auf dem Mond, pff. Aber vielleicht ist es ja echt doch eine Sache, die funktioniert. Ach komm, jetzt hab ich den Boden nicht berührt. Haben höchstens gestriffen. Tilton, es tut mir leid. Das ist sogar einer unserer richtig guten Piloten eigentlich. Einer, der viele Missionen mittlerweile geflogen hat. Wir dürfen Tilton nicht verlieren. Wir dürfen Tilton nicht verlieren. No! Ansonsten könnte das eigentlich sogar rein theoretisch unsere erste kleine... Also wenn es funktioniert mit den Teilen hier so, was ich ja nicht glaube. Aber ich würde gerne, sagen zum Beispiel, dass das unsere erste Mini-Base auf dem Mann wäre. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. So, die Wetteranalyse steht. Macht die auch was? Oh ja, die fährt auf. Du wirst hier keinen Wind finden, mein Freund. Kein Wind hier in diesem Lande. Also wenn es funktionieren würde, traumhaft. Bremseflug. Experimentenüberwachung, Schleimotron. Was war denn das für ein Geräusch? Hui, zurück zur Station wieder. Meine Vögel sagen auch schon, dass ich ein Volldepp bin und das hätte funktionieren können. Ach, da wäre ein Krater groß, den könnte man nochmal untersuchen. Alter, wir sind echt einfach nur lost in space, ne? Sowas von lost... Als ob der Daten findet. So, die Experimentenüberwachung, die läuft jetzt auch dann. Das ist nur noch ein Teil. Es schaut so traurig aus. Eine fast perfekte Stage. Warum hat das Staging eigentlich nicht so funktioniert? Ich wollte eigentlich einen Abbruchflug machen. Eigentlich war der Plan, Abbruchflug zu machen und mit dem restlichen Teil mit dem bloßen Untergrund zu landen dann. Sobald wir einen passenden Boden finden. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert wie geplant. Ich weiß es nicht, wieso jetzt hier alles schiefgelaufen ist, aber wir scheinen aktuell noch Verbindung auch zur Bodenstation zu haben und sie scheinen schon zu überlegen, wie sie uns am besten zurückholen. Ihnen scheint aber noch nicht sowas eingefallen zu sein, was wir in 23 Minuten schaffen könnten. Bedeutet, wir haben wahrscheinlich echt schon wieder 3 tote Kerbels. Verbunden. So. Wissenschaftsrate, Energieeffizienz, modular war. Wissenschaftsrate 5%, benötigt Stromeinheit 1. Strom war. Oh no. Das ist die Story of our lost Kerbals hier. Einsteigen, Junge. An Bord gehen. Wie schaut's mit der Stromversorgung aus? Bringt es sich was? 18 Minuten noch, dann sind sie tot. Fuck. Wir haben auch keine Notfall-Landestation
Das wäre natürlich schlau gewesen, wenn man einen Notfall-Robotic-Länder irgendwie einbaut, der Strom versorgen könnte. Ich lasse nochmal kurz unsere Wissenschaftlerin. Oder ein Wissenschaftler, wer ist es denn? Tagia, das ist ein Wissenschaftler. Nochmal aussteigen und schnell die Oberfläche anschauen. Wir werden auf jeden Fall hier noch einen Roboter hinschicken, der sich das Ganze hier dann überprüfen muss. Bodenflächenprobe soll er noch schnell nehmen, EVA-Bericht. Weil die Proben können wir alle noch später wahrscheinlich bergen. Das wird ja eh alles direkt gesendet an die Station. Und somit haben wir hier nicht nur drei verlorene Kerbals, die höchstwahrscheinlich bald sterben werden, sondern auch einen riesigen Step Back in dem Vertrauen von den Kerbins in uns. Denn wir vermuten, dass wir sie nicht wieder zurückholen können. So wie wir uns das erhofft hätten. Zeugte Strom, benötigte Strom hätten. War. Energiestatus versorgt. Energiestatus unzulässiges Experiment, also geht das dir gar nicht. Strom erforderlich 2, Strom insgesamt 3 benötigt. Also im Grunde läuft das Teil nicht mal, weil es hier gar nicht geht. Houston, hier meldet sich Dagit. Wir haben die Berichte in unsere Kapsel verwahrt und werden uns hier nun zur Ruhe legen, bis ihr für Notfall unsere Corpses retten könnt. Wir stellen noch eine Flagge auf, um eine tote Nordmann-Mission zu kalibrieren. Flagge hier aufstellen. Lost am Nordpol. So, jetzt stellen sich alle hier hin. Wie war das? EVA. Was ist los? Nochmal durchtappen. Noch ein der Techniker darf auch noch raus. Das ist gleich unsere schlimmste Mission, die wir wissen. Also, ich glaube, nichts ist so schlimm, wie Leute auf dem Mann suffocaten lassen müssen. Und genau das passiert ja hier jetzt gerade. Die Zeit ist abgelaufen. Wir schaffen es, keine Rakete in 17 Minuten zum Mann zu schicken. Wir haben keine Notfallmissionen auf unserer Station stehen. Ja, damit ist das Schicksal der Kerbals besiegelt sozusagen. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und schreibt mal in die Kommentare, was hätte ich besser machen können in diesem Fall. Ich hätte wahrscheinlich am besten mal unsere Satellitenaufnahmen anschauen müssen und die Erhöhungen anschauen müssen, damit wir genau einen Plan haben können, wo wir landen wollen und nicht so random, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Also, bis dann. Ciao!